Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, wir wollen nach Flusslied definitiv. Und den Pilz will ich natürlich auch. So, schauen wir mal. Das ist ganz in der Nähe. Wir werden da langlaufen. Und dann ist da Flusslied und da ist dann noch ein Fragezeichen. Das können wir gerne aufdecken. Ja, da war gerade ein leichter Grafikbug mit der Belichtung. Soll uns aber jetzt nicht weiter aufhalten. Reittier, auch bei 150 Metern, da sammle ich lieber noch ein bisschen Pflanzen- und Tiergedärme ein, also keine Pflanzengedärme. Aber hier gibt es wieder die schönen Explodierrücken. Das macht so Spaß, da drauf zu schießen. Weiß nicht warum, das hat was Befriedigendes. Jetzt ist es. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt brennen sie alle. Brennen sie alle nieder. Geht ihr hoch? Ja. Vielleicht braucht man die Teile irgendwann. Also Tierschützer haben was wahrscheinlich gegen dieses Video. Sind aber nur kalte, gefühllose Maschinen. Höchstwahrscheinlich. Die Wissenschaft ist sich da noch uneins. Hä, da hinten ist ein Lager. Das kennen wir noch gar nicht. Ich weiß, ich komme schon wieder vom Weg ab, aber das Spiel lädt so ein zum Entdecken. Das gefällt mir. Das sieht doch aus wie ein feindliches Lager eigentlich. Ist das ein feindliches Lager? Rauchfass? Ein bisschen Hilfe schadet nie. Ja. Wofür Hilfe? Wieso ist da ein Schwein rot? Ist das ein feindliches Wildschwein? Ich dachte, die wären immer orange. Da brennt der Kollege aber. Egal, ist ein rotes Wildschwein, eins nach dem anderen. Ich weiß, sagt der richtige Aufspürergräber. Ich will aber nicht, dass der irgendwas ausspürt. Sind hier irgendwelche Leutchen da? Glühwürmchen. Na, guckt mal einer an. Der kommt und dann können wir ihn niederstrecken. Davor, Quests apropos niederstrecken. Schauen wir mal. Habe ich gerade Quest gesagt oder aufleveln? Ich glaube, ich habe Quest gesagt. Ist egal. Aufleveln. Maschinengesundheit braucht man nicht. Stachelfalle erstmal auch noch nicht. Angetriebener Stachel. Das klingt eigentlich ganz gut. Aber schauen wir erstmal. Effiziente Reparatur. Okay. Nicht der Baum für aktuell. Dann nehmen wir doch den Jägerbaum. Dreifachschuss. Ausdauerndes Feuer. Konzentrationsregeneration, Ausdauerregeneration, Werkbank-Expertin, das ist natürlich auch praktisch. Was haben wir hier? Luftschlitzer, Blockbrecher, Resonatorschaden, okay. Und dann haben wir hier eigentlich noch einen Baum. Stiller Schlag plus, stiller Schlag verursacht mehr Schaden, das habe ich gesucht. Ja, damit kostet ja nur ein Fertigkeitspunkt. 13 haben wir noch. Tarnabriss plus, ja damit. Doch gar nicht so schlecht, der Baum. Tarnfernkampf plus, das gefällt mir. Plus 10% Schaden. Tarnpirscher, aktiviere eine auf Pirscher-Technologie basierende Tarnvorrichtung. Auch nicht verkehrt, haben wir noch nicht freigeschalten. Jetzt aber, erstmal Überleben und Jägerinbaum. Niedrige Gesundheit, Regeneration, immer her damit. Wunderbar, was haben wir hier? Wirksame Medizin. Plus 70% Heilung für die Bären her damit. Ich liebe diesen Baum. Gesundheitstränke bieten mehr Heilung und alle Tränke werden schneller konsumiert. Ja, schütt ich mir rein. Was haben wir dann? Niedrige Gesundheit, Nahkampf. Plus 15% Schaden, okay. Fernkampfangriffe verursachen mehr Schaden, wenn du schwer verwundet bist. Also das wird mir immer helfen. Ich bin fast immer schwer verwundet. Haben wir hier in dem Baum noch Dreifachschuss. Lege bis zu 3 Pfeile dein... das will ich doch. Während du mit Rechtsklick zielst, tippe mittlere Maustaste an, um weiteren Pfeil einzulegen. Das kriege ich noch hin. Das kriege ich hin. So, 2 Fertigkeitenpunkte haben wir noch. Haben wir hier vielleicht noch was? Was ist das? Schnelle Fallenstellerin. Ja, die waren letztes Mal so effektiv. Das will ich auch haben.
Geschickte Plünderin, erhalte mehr und bessere Rohstoffe, wenn du Fallen oder Stolperdrähte zerlegst. Stelle Werkzeuge Fallen und trinke schneller her. Boah. Muss nicht unbedingt. Nehmen wir vielleicht noch den Blockbrecher hier, dann haben wir den schon mal. Durchbrech sofort die Waffendeckung eines Gegners und mach ihn anfällig für Folgeangriffe. Links, links, G. Na, ob ich mir das merken kann. So, stiller Schlag. Tu was für dein Geld. Wäre noch schön, wenn es automatisch plündern würde. Oh, oh. Das hat dem Kollegen da oben nicht gefallen. Säure sollte bei dieser Maschine helfen. Ja, da wird er aber höchstens sauer. Weiß nicht, was mir das bringt. Ganz viel Rauchfässer hier. Wieso gehe ich das eigentlich so taktisch an? Ist mir doch scheißegal. Ja, jetzt komm hier. Jetzt komm hier. Schau dir die Leiche von deinem Freund an. Und geh drauf. Ja? Wen versuchst du aufzuspüren? Ja. Ah, ein bisschen Stealth macht schon Sinn in dem Spiel. Hilft wahrscheinlich gegen Vögel nicht so viel, aber das ist uns ja im Moment egal. So. Haben wir noch mehr Feinde hier? Oder ist das alles nur so eine Ansammlung, nur mit Maschinen drin? Weiß ich nicht. Können wir ja schauen. Oh oh. Oh oh. Klingen am Auge. Nicht zum Tunnelgraben. Ja, ich denke mal. So. Du lebst immer noch. Wer ist das angestellt? So, noch wer der aufs Maul will. Ja! Bist du K.O.? Nee, du siehst nur mich. Jetzt bist du K.O. Unkritischer Schlag. Ja, dem hat's gereicht. Okay. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass hier großartig was los ist. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Lager wieder von den Rebellen, das man plündern muss. Nee, ich wollte meinen Gleiter einsetzen. Ach, nach unten. Aber mit Stil. Ja, nicht das mit Stil vergessen. Na gut, haben wir hier mal Maschinen ausgeschalten. Warum auch nicht? Irgendwas in der Nähe aufgedeckt? Nicht wirklich, würde ich sagen. Dann ab zum ersten Wegpunkt und dann nach Flusslied. So. Die heilen mich deutlich besser. Ich hoffe, der Text hat mich nicht angelogen. Na, die Grase lassen wir mal in Ruhe. Müssen ja nicht jeden dahergelaufenen Brandkanister anzünden. Wenn sie mich nicht zuerst angreifen, dann ist es Selbstverteidigung. Da kenne ich nichts. So, vielleicht mal Skin. Rotfuchs. Nee, was ist das? Waschbär. Du sahst gar nicht aus wie ein Waschbär von der Seite. Ja, war zumindest ein sehr dünner Waschbär. Ein Platz zum Ausruhen. Ja, und zum Zeug craften. Und verbessern. Und sonstige schöne Sachen. So. Eine Werkbank, ein Lager. Beutel-Upgrades. Her damit. Jägerpfeile 4 hoch. Das klingt doch gut. Köcher verbessert, Fallenherstellung, Outfit-Upgrades. Was habe ich denn gerade für ein Outfit? Oh, auch nicht schlecht. Ganz ohne Oberteil wäre natürlich auch was, aber ich glaube nicht, dass das im Standardspiel drin ist. Upgrade. Ja. Nein, Langbeinflügelbrenner. Brauchen wir Waffen-Upgrades, mein Bogen, der braucht Brüllrücken, Beutelgewebe. Na gut. Dann können wir erstmal gehen. Und was ist das? Kann ich nicht hier einfach warten? Ah, dann wird's wieder hell. Endlich funktioniert das. Das kenne ich, glaube aus Nachmittag, Abend, Morgen. Wunderbar. Haben wir die Mechanik auch endlich nach 18 Episoden. Ist, glaube jetzt die 19. rausgefunden, dass das geht, zurück. Verlassen. Ach, ich mag bei Tagspielen deutlich mehr.
So, dann müssen wir hier noch den Berg hoch. Nicht in Wasserfall. Eloy. Gut. Wir sind zumindest trocken geblieben. Mehr kann ich nicht erwarten. Und Flusslied ist hoffentlich irgendwo da oben. Ja. Wegpunkt. Achso, der ist Jagdgebiet-Hüter. Interessiert mich doch im Moment nicht. Warum auch immer das gerade ausgewählt ist. Reinholz. Verbrauche ich immer so viel. Weil ich so schlecht treffe. Das ist nur eine Working Theory, aber ich glaube, daran liegt es wirklich. Der ist feindlich. Alle feindlich. Gut. Und mehr Mut. Das stimmt, die Fertigkeit hier könnten wir auch upgraden. Au. Ich glaube, ich habe auf einen Verbündeten geschossen zuerst. Ich meine zwischendrin. Das hat sie nicht gut vertragen. Nicht umzingeln lassen! Mach ich nicht. Haha, kein Helm mehr. Haha, kein Kopf mehr. Beziehungsweise der ist noch dran, aber der ist ziemlich durchlöchert. Der Feind. Da Feind. Und da Feind. Nicht umzingeln lassen! Geht auf sie mit Gebrüll! Keine Munition! Ja, ja. Er lebt ja immer noch. So, jetzt kann man ihn plündern. Hä? Ich dachte, ich kann antippen für Treif. Hä? Ich dachte, ich sollte antippen für mehr Pfeile. Das klappt aber irgendwie nicht. Au. Helf-Item. Helf-Item. Ja, die funktionieren ganz gut. Voll in die Schädeldecke gebohrt. Au, Feuer. Geh doch auf die Rübe. Auf die Rübe. Nein! Naja, sie ist so draufgegangen. Durch ihr eigenes Feuer sogar. Gut gekämpft, Jungs und Mädels. Und schöner BH. Macht euch euer Lächeln für zu Hause. Ach, das ist kein BH. Zumindest haben die nur einen Sohn. Die haben wir wirklich nicht gezeigt. Sie werden wieder... Eumel. Kanister. Du hast diesen Kampf für uns gewonnen. Auf ein Wort. Ich weiß nicht, ob Eumelkanister irgendeine richtige Beschreibung dafür war, was ich hier... Ich will, dass alle den Pass verteidigen! Verteidige den Pass, aber geratet nicht in Abseits. So, das nehme ich. Das nehme ich. Und Heilpflanzen nehme ich. Die hatten halt so ein Körbchen, aber nur die Darm und nur auf einer Seite des Brustkorbs. Also kann es nicht für die Titten gewesen sein. Das sind Kinder, die mit Stöcken spielen. Es ist schwer, sie am Leben zu halten. Und es wird nicht leichter werden. Bisher haben die Rebellen nur Späher geschickt. Aber sie werden schon bald einen richtigen Angriff starten. Ah, ich kann hier Dreifachschuss und hohe Salve und wenn sie Maschinen wählen. Okay. Dann werden wir mehr als nur eifrige Herzen brauchen. Ja, du kennst dich wohl mehr gut Pfeile. Aus mit Tenakt-Taktiken. Als die Tenakt die Katscha-Räuber zurückschlugen, kämpfte ich an ihrer Seite. Die Tenakt lehrten dich zu kämpfen? Mehr als das. Sie lehrten mich, mit Metall zu arbeiten. Oh. Ich bin wohl der einzige Ich will ein Maschinengewehr. Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Wissen mal gegen sie verwenden würde. Wieso rennst du vor mir weg? Will du nur reden? Lagerfeuer. Hier können wir frei reden. Das hätten wir auch hinten tun können. Ja, ist ja gut. Entscheid dich, wo du hin willst. Was hast du da? Ein Maschinengewehr? Nehme ich. Und? Wie ist der Plan? Nee, das ist eine Machete. Dass ich neue Waffen für meine Leute bauen sollte. Ja, klingt gut. Mein bester Kletterer, Voss, sollte Material vom Trommelwurz holen. Ich kann ganz gut klettern. Dort oben sind Breitschlunde, die ihre Metallschoten sehen. Aber Breitschlunde? Sind sie so gefährlich Metallschoten? Wie die Kletterpartie da hoch. Voss ist noch nicht zurück. Wir müssen uns verschanzen. Und uns läuft die Zeit davon. Ach, jetzt bin ich doch da. Wenn die Retterin von Meridian uns noch eine Weile helfen würde. Ja, hast du sie irgendwo gesehen? Uns besorgen, was wir brauchen. Du weißt, ich besorg's euch so richtig. Bogen, kämpft besser als 10 Krieger zusammen. Man kennt dich. Na, und man weiß, hat sich rumgesprochen. Nein, ich flacker.
Hilft rein. Lenzflair des Todes. Reinklang hat all die entfernten Siedlungen aufgegeben. Dann geht doch einfach. Die sind eindeutig mehr und besser bewaffnet. Naja. Ihr könntet gehen, dann wärt ihr sicher. Wenn man flieht, ist man niemals sicher. Diese Blumen, die so klein und weiß sind, wenn sie fallen, sehen sie aus wie Schnee im Frühling. Schneeglöckchen. Meine Tochter nannte sie Winterlied. Doch. Sie trug ihre Samen bis zum Tag ihres letzten Atemzugs. Aha. Jetzt wachsen sie im Wäldchen, im Herzen von Flusslied. Ich habe sie selbst gepflanzt. Ja, macht ebenso Sinn. Ebenso die Samen der Brüder und Schwestern, die in den roten Raubzügen gefallen sind. Wir. Ich. Lasse sie nicht zurück. Du könntest die umtopfen. Na gut. Los geht's. Wenn ihr partout nicht weg wollt von hier, dann werden wir wohl Waffen bauen. Ich danke dir. Dann mal ran ans Werk. Folge mir. Kannst du es mir nicht einfach erklären? Den Rest mache ich selber. Oh, jetzt geht der wieder auf den Sprint. Ja, ist ja gut. Führst du mich jetzt zur Klippe, wo du mich hochschubsen willst? Mit diesen Schoten und viel Glück könnten wir am Ende vielleicht überleben. Hoffen wir, dass diese Sprosse es mit einem Maschinentrupp aufnehmen können. Ich kann nicht überall sein und meine Gelenke sind auch nicht mehr die jüngsten. Sie haben sich wohl genau wie du entschieden, hier zu bleiben. Das wird auf jeden Fall der Kampf ihres Lebens. Oh, ist es jetzt so klug? Ich weiß es nicht. Wird Spaß machen? Wahrscheinlich. Wir können diejenigen verstecken, die nicht kämpfen können. Wenn wir fallen, werden die Tenakt sie früher oder später finden. Wir sind da. Okay. Was willst du jetzt von mir wieder quatschen? Hier ist es. Hast du vielleicht noch Fragen? Nein. Los. Ich bin bereit. Viel Glück. Komm zur Schmiede, wenn du fertig bist. Ja. Hey. Hallo. Da draußen gibt es viele gefährliche Maschinen, Ostländerin. Doch keine Ostländerin, ich bin Aloy. Ich sollte mir dann mal meinen Weg nach oben suchen. Da ist er. Direkt vor uns. Hui. So gefährlich ist es doch bis jetzt nicht. Da ist doch eine Höhle, wo man rein kann. Aha. Trommelwurz. Was ist ein Trommelwurz? Kann man hier was machen? Sieht ja cool aus. Ja, chill mal. Will Trommelwurz mir ansehen. Irgendwo wird es ja auch hochgehen. Jetzt sind wir schon mal eine Stufe höher. Hui. Ist was im Boden? Können wir tauchen? Da müssen wir glaub rein. Ey, Louis, atme nicht vergessen. Also nicht jetzt, sondern... Ja, ist ja gut. Und ja, gleich an der Luft. Frischluft. Immer diese feuchten Höhlen. Hey, da ist jemand Totes. Was machst du hier? Diese Wunden stammen von Maschinen. Oh, oh. Dann müssen wir uns bei den Maschinen rächen. Die haben wohl auch Vaus getötet. Säure frisst sich direkt durch das Metall. Der Schleier des Omen. Okay, Säure. Warum nicht? Hey, ich hab's doch gewechselt. Also, da noch nicht. Dreifachschuss. Einfach Schuss. Also der Säurefeil macht wirklich nicht viel Schaden. Dann nehme ich lieber den anderen. Au! Kollegen. So, das war mein kritischer Schlag. Jetzt bist du dran. Oh, du kannst nicht mehr, weil du tot bist. Tja, das ist Pech. So, Dreifachschuss. Das war stark. Ja, finde ich auch, Aloy. Da haben wir gut gemacht. Gut, so viel dazu. Ah, ich mag das. Hinauf. Ja, dann nehmen wir unsere Füßchen. So, nachcraften. Das reicht erstmal. Genug gecraftet.
Das sieht doch halbwegs nach einem Pfad aus. Frag mich, was die Maschinen immer in diesen Höhlen wollen. Glaubt, die höhlen die extra noch aus? Da hinten geht's lang. Na? Könnte sein, dass ich einfach darüber muss. Gerade so festgehalten. Aber das scheint der richtige Weg zu sein. Bin ich schon mal beruhigt. Oh nee, hier geht's wieder nach unten. Aber da ist eine Kiste. Halb so wild da. Ja, damit. Sollte es nach unten gehen? Und schau wieder was, womit ich noch nichts anfangen kann. Sollten dann vielleicht mal die Hauptquest weitermachen, wenn es überhaupt mit der Hauptquest zusammenhängt. Hab mir das mit den Metallblumen immer noch nicht angesehen. So, eine Leiter. Damit kommen wir weiter, wenn wir runterfallen. Und dann... Ach, die mögen ihre Rätsel hier. Okay. Wo willst du, dass ich hingehe, Spiel? Doch nicht nach unten. Obwohl, da ist eine Kiste. Ja, ein paar Beeren waren drin. Die Leiter habe ich ja ausgeklappt. Ey. Weiß trotzdem nicht, was das Spiel jetzt genau von mir erwartet. Ein Glück habe ich die Leiter nicht vergessen. Ah, dahin wahrscheinlich. Geronimo! Hat geklappt. Gut machen wir das. Richtig gut. Wo müssen wir hin? Vielleicht da? Schön geleiten. Und wohin? Aloy, wohin? Nach da hinten? Nach da vorne, da müsste ich aber nicht gleiten. Oh, nee, nach oben. Na, also. Was labert die denn von gleiten? Achso. Wieso sind wir jetzt hier oben? Ja, ja, mittleres Vorratslager, du mich auch. Kleines Vorratslager. Ah, dahin. Das hätte ich jetzt tatsächlich beinahe übersehen. Streng dich mal an meinem Klettern. Beim Klettern. Tja. Ich finde, das läuft ganz gut. Nicht zu dumm für diese Höhle. Zumindest aktuell noch nicht. Jetzt aber so langsam. Muss ich da hinten hin? Sicher? Also, ja. Nein! Aloy, Aloy, Aloy! Aloy. Mach mir mein Leben immer so schwer. Also nochmal. Diesmal ohne diesen Gleitabsturz. Hui. Dann weiß ich trotzdem noch nicht, wo ich hin soll. Ja, komm, bisschen mehr Elan hier. Bisschen mehr Beinarbeit. Ich habe keine Ahnung vom Klettern. Ich weiß nur, dass es auf eine Griffstärke ankommt. Aha. Und jetzt was? Da hinten. Wenn ich es richtig abpasse, könnte ich springen und mit dem Zugwerfer zur anderen Seite kommen. Ja, gut getroffen. Ein Glück bin ich da ganz versiert im Moment drin. Truhe. Ja, damit. Da war schönes Zeug drin. Und jetzt geht's hier hoch. Ich hätte auch außen rum klettern können. Hätte mir gar nichts ausgemacht. Ist natürlich eine schöne Höhle. Fast geschafft. Ja, ich bin ziemlich geschafft jetzt. Vor allem mental. Schau wieder. Geschafft. Wo ah, ein Stein.
da? Ist das ein Breitschlund? Sieht aus wie ein Kürbis, wenn du mich fragst. Boah, was ist denn das für ein Wetter hier hinten? Und hier ist nichts Wertvolles im Wasser. Berggebiet? Nein, danke. Ich hätte gern Breitschlunde. Spitze des Trommelwurz. Ja. 44 Meter in die Richtung. Ah! Da sind sie ja. Diese Schoten, die sie auswerfen, sind wohl die, die Q braucht. Sieht aus, wirklich? Als könnte ich sie einfach aufheben, wenn sie zu Boden gefallen sind. Wenn ich leise genug bin, komme ich an sie ran, ohne dass die Maschinen mich sehen. Wieso? Ich will die Maschine töten. Nicht gesehen zu werden gehört nicht zum Plan. Tja. Oh. Ausgeschalten. Stufe 19. Das bedeutet wahrscheinlich wieder Skillpunkt, oder? Ja, ist ja gut. Ein Breitmaulfrosch. Na komm. Da hinten tut's ja doch weh. Und da vorne anscheinend auch. Ja, Aloy. Oh, Frost tut mir nicht gut, wenn das Frost ist. Ja, das hat was gebracht. Drei Pfeile in den Arsch. Und sagen, das läuft. Kurz nachcraften. Ja, uns ist kalt, ich weiß. Du Breitschlund. Und Breitarsch. Guck mal, ich hab Mut. Glaubst du gar nicht? Die Rüstung, die ich anhabe, ist relativ schlecht gegen Frostschaden. Was kein Wunder ist, sie ist aus Metall. Die hat minus 15 auf Frostschaden, deswegen müssen wir uns da ein bisschen zusammenreißen. Mein Kollege. Nicht mit Stein werfen. Halt mal still. Halt mal still. Und zeig mir deine Weichteile. Empfindliche Stellen. Ja. Hat der nur was Grünes oder was Gold? Ah, oh, was Grünes. Die sieht gut aus. Grünes Zeug bringt mir nicht so viel. So, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Aloy. Aloy kommt nicht ran. Na gut. Dann müssen wir mal schauen, wo das andere Zeug liegt. Vielleicht hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Ein Stein, noch ein Stein. Ja, super. Na, da hat er doch ein bisschen was verloren, glaube ich. Na, ich schalte mal auch einfach die nächsten Breitschlund noch aus. So, auch hier. Nein, ich habe einen Stein aufgehoben. Scheiße. Ja, da hätte das abgesprengt. Saugturbine, warum nicht? So. Kollege, du hast... Feuer könnte viel Schaden verursachen. Ja, das hier reicht. Hätte ich getroffen. Oh, was Lilanes. Und noch ein Breitschlund. Klanghülse. Die braucht man doch irgendwo. Irgendwo für. So. Mach mal das Maul auf. Ah, muss ich ihn scannen. Ich wünsche, Schwachstellen wären länger hervorgehoben. Okay. Hab eine Falle aufgestellt. Ist das nicht toll? Wenn der da durchkommt, würde es ein blaues Wunder erleben. Na, komm her. Ich hab noch nicht genug aus... Das ist in Ordnung. Wir haben ordentlich Schaden verursacht mit der Frostfalle. Mit der Schockfalle. Nicht einsaugen. Dagegen bin ich allergisch. Ich
Gib doch deinen Zahn her. So, Pfeile habe ich eigentlich genug. Ausdauer habe ich halt nicht. Wie im echten Leben. Er will schon wieder mit Steinen werfen. Ich sehe es ihm doch an. Oh, ich bin in der Sackgasse. Weg hier. Nein. Nicht einsaugen. Vorsicht, Vorsicht. Aloy, ausweichen. Wir müssen hier hoch. So, das sieht schon besser aus. Bis auf den Steinbrocken, der da kommt. Oh, die Pfeile haben ihn zunichte gemacht. Du hast nur noch hinten und unten empfindliche Teile. Ich habe hauptsächlich unten empfindliche Teile. Bist du mal down? Anscheinend nein. Komm. Sei doch nicht so. Na also. Man muss nur genügend Pfeile haben. Sollte bei den Breitschlunden nach Schoten sehen. Hab ich. Schoten gehören verboten. Also zumindest für die anderen. Gehören alle mir. Ah, Vögelchen. Ein Vögelchen hat mir geswitchert, dass das hier nicht mehr switchern wird. So, da liegt noch was. Ein Zünder. Kann auch ganz angenehm sein, den in der Hinterhand zu haben. Ich dachte, ich wäre kaltes Wasser inzwischen gewöhnt. Ja, ist das nicht so? Schauen wir mal auf die Karte. Verbirgt sich hier noch was? Nö. Kann ich jetzt nicht behaupten. So, jetzt sieht's wieder gut aus. Einer davon. Gibt's hier keine andere. Das wären alle Schoten. Dann verschwinde ich mal. Okay. Komischer Kommentar von ihr. Bisschen deplatziert, aber was soll's. Hä? Hab einfach nicht getroffen gehabt. Auf die Moorrübe. So. Looten. Looten. Na also. Und ich glaube, dann müssen wir einfach wieder nach unten. Das sollte jetzt deutlich leichter sein. Vielleicht nicht auf dem Weg. Karte. Nö, das wäre der falsche. In die andere Richtung. Werden wir schon irgendwie schaffen. Okay. Aber schöne Seen. Ich muss diese Schoten zurück zu Q bringen. Ja, ich weiß doch. Muss erstmal das Reinholz reinstecken. Wo ist denn der andere hin? Ja, ist gut. Hui. Irgendwo da wird er sein. War da unten Grünglanz? Nee, ich glaube, das war einfach so ein Leuchtkürbis. Aloy, ready for touchdown! Vorsicht! Mach den Helikopterlandeplatz frei. Hui, da bin ich. Hallo, hier hast du deine Schoten. Keinen Moment zu früh. Okay. Was ist mit Voss? Tot. Ich hab seine Tasche wieder. Hoffentlich die letzte, die ich begrabe. Naja, wenn du früh stirbst, musst du nichts mehr begraben. Jetzt muss ich die Waffen vorbereiten. Hoffentlich wird das reichen. Wird reichen müssen. Und jetzt klöppelst du einfach Schoten an Metallklingen. Weiß nicht, ob das funktioniert. Ah! Die können wir jetzt gerne ausschalten. Ach, das sind unsere Leute. Oder? Nö. Feindlicher Angriff. Los, los! Los, Jungs. Schön aus der Deckung. Hier schalten alle Feinde aus. Muss mir wieder Mut antrinken. Da mache ich viel mehr Schaden. Ich komme. Der kommt. Der ist kampfgeil. So, voll in die Rübe.
So stelle ich mir das vor. Die Stellung halten! Nein! Keine Stellung! Weg mit der Maske! Zeig uns, wer du bist! Ach, du bist ein Toter. Oh, da lohnt sich Säure. Ich bin dran! Da war ja der Gegner dran. Steh auf, du! Ah, nein, nicht getroffen. Jetzt habe ich getroffen, glaube ich. Nee. Das gibt's doch nicht. Jetzt! Das klang richtig. Sieht auch richtig aus. Eloy, beeil dich mal. Da ist ja noch einer. Kollegen. Komm schon. Ja! So soll das. Ihr seid hier nicht willkommen. Oh. Komplett verzielt. Ja, das war schon besser. Wieso nur auf mich? Ich brauche euch. Haut mal auf diesen scheiß Vogel drauf. Das hat gesessen. Ja. Da hat er ja noch schöne. Vor allem der Schwanz ist empfindlich. Oh. Nicht wirklich getroffen. Bleib hier. Aha. Niedergeschmettert. Ja. Lass denen ihr Zuhause. Oh, scheiße, das reicht nicht. Alles gut, ich hab's im Griff. Ich hab's nicht im Griff. Ich sehe sie auch. So, jetzt ran an den Schwanz. Oder ans Hinterteil. Wird nicht fallen. Zeig mal etwas. Aha. Habt eure beste Maschine verloren. Das ist jetzt Pech für euch. Ich loote, während die anderen kämpfen. Sonst kriegt man am Ende nur das Schlechte ab. Ja, ja, wo ist denn noch einer? Ach, da. Was hat denn der? Einfach nur einen Bogen? Zurückhalten gilt nicht. Du musst schon an die Front kommen. Haha, nicht getroffen. Ja, da hast auch nichts mehr zu sagen. Oh, ich wollte doch noch looten. Die Jungen haben gut gemacht. Wohl doch, wie man schießt. Diesen Sieg schulden wir dennoch dir, Jägerin. Ja, ich hab's meiste getan. Ich habe nicht so viel dazu beigetragen wie du, Q. Doch, ich habe alle getötet, eigenhändig. Aber dennoch sollst du den hier haben. Ja! Er hat meinem Volk gedient und wird dir dienen. Ich pass drauf auf. Ach, geil, danke schön. Ich mag Waffen geschenkt zu bekommen. Vor allem, wenn es gute sind. Hat der noch eine Quest für mich? Nö, der hat nur Redebedarf. Hab ich aber nicht. Ihr wart doch gerade dabei bei der Schlacht. Wieso muss er euch das erst erzählen? Ist egal, ich verstehe manche Menschen nicht. So, aber ich verstehe Loot. Nehme alles mit. Hier haben wir, glaube ich, auch noch ein, zwei Leichen gehabt. Und da ist die schöne Axt, die ich leider nicht verwenden kann. Weil Aloy meint ja, Speerkämpfen, mit dem Speerkämpfen ist ja das Allergeilste auf der Welt. Und mit Pfeil und Bogen, deswegen haben wir keine andere Wahl. So, schöne Metallscherben. Haben wir schon die Millionen zusammen? Ich glaube, fast, wir haben 2000. So, dann lasst uns mal die Waffen anschauen. Waffen, sind die ausgerüstet? Ja, hat er mir keinen guten Bogen gegeben. Frostjäger, Feuerjäger, Stachelwerfer. Hey, ich dachte, ich hätte eine gute Waffe bekommen. Ah, ich glaube, das war der. Ja, hätte er auch behalten können. Da habe ich einen besseren. Aber ich finde die Geste trotzdem nett. So, jetzt haben wir da hinten alles abgefrühstückt. Dann schauen wir uns doch mal das Unbekannte da an. Ein Reittier, bitte. Ja. Ein Auftritt mit Stil. Ja, komm, ich will dich doch nur besteigen. Wehr dich doch nicht so. So. Oh, oh. Vogel.
Säurevogel explodiert er, wenn man den richtig trifft. Nicht, dass ich richtig treffe, aber... Unbekannte Maschine. Spitzenhimmelsgleiter. Den mach mal fertig. Vielleicht hat er schön spitzen Rock an. So, der ist getroffen. Explodierst du? Du explodierst. Helf. Helf, helf, helf. Schon. Nein! Wieso greift ihr mich alle an? So, auf. Mist. Und jetzt habe ich meine Pfeile auch noch gegen den Stein gehauen. Nein! Böses Vieh ist da noch. Mut! Wir müssen das Mut-Ding unbedingt aufleveln. Au! So. Das gibt's doch nicht. Der ist doch fast am Sack. Jetzt immer noch nicht. Doch. Einmal sicher gehen. Spitzengräber. Krallenschreiter. Irgendwas, was mich bewirft. So. Schockfalle. Nein, die war zu weit. Boah, was, mit was schießt der denn? Boah, ich darf mich davon nicht treffen lassen. Ich sagte, ich darf mich nicht davon treffen lassen. Ich versuche, das einzuhalten. Oh, keine Ahnung, worauf der zielt. Nicht auf mich. Hallo? Was macht ihr denn hier? Boah, sind die fies. Zumindest vom Geräusch treffen lassen hat. Wer war das? Na, das war zumindest ich. So, nehme ich mit. Nehme ich mit. Eine schöne Antenne. Nein, mein Reittier. Kann ich dich looten? Nö. Ein Pech für mich. Eine Scan-Einheit. Mehr wollte ich doch gar nicht. Da unten sind auch Kollegen. Helf. Oh, ich habe keine Helfpflanzen mehr. Das könnte in die Hose gehen. Oder wo auch immer hin. Was bist du? Du bist doch nur ein Stufe 13 Stürmer. Lass mich mal in Ruhe. Da sind die Maschinen, die mir gefährlich werden. Rotaugenwächter. Und neben dir hockt ein Krall. Und ein Wildschwein kommt auch noch dazu. Da steck ich ein. Ja, ja. Steck sie sonst wohin, Aloy. Wir müssten hier mal ein bisschen aufpassen. Kommt die Maschine? Ach, die ist direkt vor mir. Ich glaube, die schaut durch den Berg. Noch ein Rotaugenwächter. Schau mal woanders hin, du Rotauge, du. Ja, ich weiß. Ach, der macht diesen ganzen... Radau mit seinen Impulsen, die er da verschießt. Weiß nicht, warum Gaia solche Maschinen machen musste. So. Ist egal. Ja, damit. Pfeile muss ich so oft nachcraften heute. Gibt's ja gar nicht. Ätherkoordinaten, da wollte ich gar nicht hin. Wo wollte ich eigentlich hin? Ah. Das ist schon richtig. Die deaktiviere ich kurz, sonst bin ich ja maßlos überfordert mit den Wegpunkten. 120 Meter müssen wir noch irgendwie kommen. Ja, haltet's Maul.
Ja, ich weiß. Aloy ist wieder die Böse, nur weil sie euch ausschalten will. Glaubt, das beruht auf Gegenseitigkeit? Hui. Da wollte ich hin. Da ist noch ein Wasserfall. Bestimmt guter Loot dahinter. Weiß ich nicht. Ja, das sieht wirklich so aus wie eine Höhle. Vielleicht Höhleneingang? Irgendwas Höhliges? Was Ausgehöhltes, Eingehöhltes? Grünglanz. Ist jetzt die Frage, muss ich hoch oder muss ich runter? Wieso nichts Verdächtiges machen? Tauchen ist nicht verdächtig. Wird ja schon irgendwo hinführen. Tauch mehr. So, erstmal Luft schnappen. Frische Luft. So. Keine Ahnung, wo ich bin. Da hinten geht's, glaub ich, weiter. So gut ist meine Orientierung unter Wasser nicht. Wenn es zu einer Kiste führt, reicht's aber. Ja, ist ja gut. Oh oh. Oh oh. Ah, hier geht's an die Luft. Okay. War jetzt halb so wild. Einmal bitte nach oben. Und dann vielleicht ganz nach oben. Warum denn nicht? Irgendwo wird die Flagge schon sein, das Fragezeichen. Ich denke, das ist wirklich die Höhle, die zum Erkunden dann einladen will. Okay, komme ich da nicht hoch? Ist das dein Ernst, Aloy? Na gut. Fallen mit Stil. Und da gibt's Feinde, die haben Krallen mit Stil. Ich bin doch schon außerhalb. Also irgendwie zeigt die Karte mich noch in der Höhle an. Das sehe ich anders. Ja, mit den heilenden Kräutern. Und da oben kommen wir auf jeden Fall hoch. Ja, ich sollte den Tag nicht zu früh loben, aber das sieht gut aus. So. Höhleneingang. Höhleneingang. Und Blümchen. Kann ich die Karte irgendwie in Ebene wechseln? Stockwerk hoch kann ich. Aha. So wird ein Schuh draus. Aber ich glaube, damit ruhelose Wildnis haben wir damit entdeckt. Können natürlich noch rein. Können wir nicht. Was ist denn das? Das sieht doch aus wie ein Eingang. Merkwürdig. Vielleicht müssen wir da tatsächlich unten rein. Dann würde ich aber sagen, eine Ebene nach oben. Hier wäre noch ein Fragezeichen. Da ist ein Lagerfeuer. Das steuern wir an. Und dann sind wir zeitlich auch wahrscheinlich wieder am Ende der Episode angekommen demnächst. Nur mal schauen, ob wir es noch in einem Stück an das Lagerfeuer schaffen. Hier ist die Ruine. Können wir beim nächsten Mal direkt untersuchen. Eine Ruine der alten Welt. Vielleicht die ein Waggon, ein Zugwaggon. Ich mag Züge. Mal sehen, ob es drin etwas Nützliches gibt. Eine alte Lore. Ja, eine große Lore. Eine Hannelore, um genau zu sein. Paar Autos, warum nicht? Und Speicherpunkt erreicht. Na gut, dann würde ich tatsächlich sagen, reicht das für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.